Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's auch wieder, euer Master für Master. Wir machen noch heute weiter Weizenernte und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Wir brauchen unseren Traktor mit die beiden Hänger, dass wir hier schön ordentlich lang hinkommen. Helfer rein und lassen ihn laufen, aber wir werden uns erstmal unseren Traktor holen. Und wie gesagt, der Helfer, die Arbeit beendet. Er hat sich bestimmt aufgehangen. Hat er auch. Aber nur warum? Weil er mal seine 5 Minuten hatte. Das kann er auch weitermachen. Aber wir wollten ja unseren Traktor hinterher fahren. Daher fahren wir jetzt erstmal in unser Soja zum Hof. Und laden gleich den ersten Schwung Weizen auf. Dass wir den Drescher wenigstens leer haben. So dass wir in naher Zukunft den nächsten Drescher ansetzen können. Aber mit den letzten Drescher habe ich noch was Besonderes vor. Und daher lasst euch überraschen, was? Aber nun düsen wir erstmal Richtung Hof, kippen die Fuhre ab. Und dann geht es auch weiter zum nächsten Drescher. Denn wir haben ja auch ein bisschen was vor uns und daher machen wir es gleich mit. Aber wie gesagt, hier werden demnächst viele Parts von der Karte kommen. Ich denke mal täglich. Aber lasst euch überraschen, wann und wie. Der Monat ist auch schon bald rum. Heute haben wir ja schon den 22. Ich werde wahrscheinlich das Wochenende auf eine Messe fahren. Aber lasst euch überraschen. Vielleicht kommt ja noch was. Was von mir und daher. Lasst euch einfach mal überraschen. Aber nun düsen wir mal schnell runter zum Hof, dass wir endlich unsere Ladung runterkriegen. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Wir müssen unsere Silos suchen. Halt, wir sammeln. Das ist jetzt sowas vom Festifahren. Bester. Aber nun müssen wir aber erstmal uns ein bisschen hier in die Halle suchen, wo wir unser Zeug loswerden. So, da ist er auch schon. Dann kippen wir gleich mal die Hänger ab. Dass wir wenigstens die leer haben. Und dann laden wir gleich den Weizen auf. Von daher, gut Ding will, brauchst halt. Aber der Hänger ist auch gleich leer. So, und dann können wir nämlich gleich den nächsten noch runterkippen. Und nun haben wir auch schon mal fast die Fuhre weg. Komm, denn wir wollen die anderen Drescher jetzt eigentlich leer machen, das Vorgewende weitermachen und daher müssen wir mal ein bisschen sputen. Und deswegen ziehen wir jetzt mal einen kleinen Weg den Finger. Fahren zum anderen Drescher. Und dann müssen wir auch zeitnah endlich mal anfangen, unseren Stall zu machen, unser Silo fertig machen, dass es gern kann. Pipapo. Aber wir bräuchten demnächst wirklich noch einen Traktor. In den Frontlader, aber wir müssten uns noch ein paar Silohänger holen, dass wir Silage häckseln können und abfahren können. Aber nun heißt es erstmal Richtung, wirst schon Drescher düsen, den abfangen, leer machen.
Und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Denn unsere Kühe, die haben auch dauerhaft Knast. Aber nun sind wir auch schon oben am Wäldchen und der Drescher müsste auch irgendwo da hinten sein. Und ich sehe, glaube ich schon, das ist also gar nicht mehr so weit. Da ist er doch schon. Und daher düsen wir uns gleich hin, laden uns den Schwung auf und lassen ihn weitermachen. Aber wir werden jetzt ein bisschen rausziehen, so dass er euch weiterfahren kann. So. Und er lädt endlich was auf. Dich müssten wir auch nochmal ansteuern, aber naja. Aber wir fahren jetzt noch schnell den anderen rüber, dass wir demnächst mit denen was anfangen können da hinten. Daher setzen wir heute noch die Drescher um. Dann haben wir das Wochenende den auch schon mal geschafft. Dann müssten wir uns halt noch ein bisschen Technik holen. Den zweiten Traktor. So dass wir häckseln können, wie Weltmeister. Güllefass, Wasserfass für die Kühe. Also haben wir hier ein bisschen reichlich wirklich zu tun. Aber nun heißt es erste Mal vorbereiten für die Ernte, dass wir hier weitermachen können. Und deswegen, wir haben. Ach, da an der Waage hängen wir jetzt. Aber das heißt, es zügig weitermachen. Da schicken wir den jetzt hier oben hinterher. Auch sagt der hier. Also hat er noch ein bisschen was vor sich. Das ist doch schon mal ganz gut. Da werden wir das Vollbinde mit denen auf der anderen Seite schneiden. Aber nun heißt es für den ja hinterher düdeln. Und daher muss er jetzt mal ein bisschen sputen, dass wir mit den anderen noch das Vollbinde weggeschnitten kriegen. Dass der ordentlich drehen kann. Wir werden uns jetzt einmal den hier schnappen und den ansetzen, dass er hier oben wegschnippelt und der andere das Vollbinde, dass er lange Bahn hat. Dass sich wenigstens die Fläche einmal runterschnippelt. Daher sputen, sputen, sputen. Ja, kennst du halt nicht anders von mir. Das ist halt mein Lieblingswort. Sputen. Und helfe rein und gucken, was der andere sagt. Der ist auch gleich vorne auch schon mal voll. Aber den werden wir dann zeitnah umsetzen, dass er unten die Langbahn schnippelt, dass er nicht sich dauerhaft in die Quere kommt. Aber erstmal um dich hier wieder kümmern. Dass der wenigstens weiterfahren kann. Denn so wie es aussieht, zwei Bahnen, zwei Bunker pro Bahn, das ist nicht viel. Es war viel, aber es geht. Bringt uns vielleicht reichlich Weizen hin. Und daher machen wir es mit. So, aber der Drescher ist auch schon mal bald voll, so wie ich sehe. Er ist gleich voll. Daher bunkern wir jetzt schnell ab. So, dass er dann wieder weitermachen kann, dann seinen Wegchen. Den hier müssen wir leer machen. Ja, und der hier. So, jetzt warten wir, bis der hier fertig ist. Dann kann er nämlich gleich weiter düdeln.
Dann kann nämlich die langen Bahnen wegbeißen. Aber unser Hänger, der ist auch schon mal reichlich. Reichlich. Mal wie voll sind. 60%. Das geht auch ziemlich zügig lang hin. Aber unser anderer Drescher hat auch schon wieder 68% erreicht. Das geht besser als wir Spritze backen. Und nun fahren wir noch die Bahn zu Ende und setzen den Drescher um, dass er wenigstens hier sauber seine Arbeit machen kann. Aber der andere Drescher hat sich auch gerade gemeldet, dass der auch schon mal fast voll ist. Also müssen wir uns da mal drum kümmern. So. Theoretisch könnten wir ja einmal Komma drücken. Und die Fläche als unsere Strohfläche machen. Helfer raus, zurücksetzen. Komma. Helfer rein. Aber jetzt heißt es erstmal den Traktor zurückfahren. Zurückfahren ordentlich und dann müssen wir nämlich gleich abbunkern. Denn der ist nämlich auch schon mal voll. Und daher heißt es jetzt gleich abbunkern, nächsten ansteuern, den abbunkern. Dass es hier zügig lang hingeht. Mit unserer Ernte. So, dann lassen wir nämlich den gleich volllaufen. Das ist eigentlich nämlich wahrscheinlich auch. Wie voll? 80%, wenn er leer ist. Kann das sein? Das könnte hinkommen. Sogar 85, 90. Alles diesmal zum anderen Traktor, anderen Drescher, dass der ja wenigstens abgebunkert wird, da unten. Daher müssen wir uns einmal hindüsen, denn der ist auch schon mal reichlich 80% voll. Theoretisch bräuchten wir keinen dritten Drescher hier auf der Fläche. Dann fahren wir uns Bus am Wolf. Ah, nu, haben wir auch schon mal die Bahn fast fertig. Denn wir wollen ja noch unbedingt ein bisschen was pressen. Also eine Presse kommen. Daher müssen wir mal ein bisschen sputen. Aber nun machen wir jetzt noch die Fläche fertig, so dass wir hier ein bisschen am grünen Zweig kommen. Werden wir uns hier sputen, 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 bis der Doktor kommt. Egal welcher Doktor. So, denn war den ja voll. Da wir wenigstens die Fuhre zeitnah voll haben, müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen. Und der Fuhrhänger ist voll. Dann machen wir es den zweiten voll. Und der macht auch seine Bahn lang hin. So, der ist auch schon mal fast halb leer. Auch theoretisch würde ich sagen, Helfer raus. Würde ich fast sagen, Helfer wieder rein. Dann werden wir mit den Helfer schnell durchstechen. Aber wir warten noch, bis der ja fertig ist. Aber ich sehe schon, dass unser Part gleich zu Ende ist.
Aber unser Hänger, der ist auch schon mal fast reichlich voll. Dann werden wir mal warten, bis wir den anderen Drescher unten haben. Dann müssen wir den anderen Drescher noch ranfahren, dass wir den mit rein ernten. Theoretisch kann er wieder hochfahren. Der beißt sich auch gerade sich durch. Aber jetzt müssen wir mal rüber düdeln. Der beißt jetzt auch seine Bahn durch hier. In Hoffnung, dass er fleißig lang hinmacht. Und im nächsten Part werden wir uns den dritten Drescher rüberholen. Mal gucken, wie er anfährt. Wie er weitermacht. Und daher werden wir uns den dritten dazustellen. Und jetzt ist er auch voll. Das läuft doch wie das Spritzebacken. Auch dich werden wir im nächsten Part zurückfahren. Und ich bedanke mich hiermit wieder mal recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Tschüssi.